Und damit herzlich willkommen zur LoL EM 2016 nach den drei Vorbereitungsspielen, in denen Deutschland sich ganz okay geschlagen hat. Können wir hier in diese klassische Gruppenphase, vier Gruppen, acht Mannschaften jeweils, wie auch schon 2015, da hat sich das System ja bewährt. Werden wir wieder starten, die deutsche Gruppe, direkt in Gruppe A mit Australien, Paraguay, Kolumbien, Brasilien, Topgegner, Südafrika, Uruguay auch, Dänemark, nicht zu unterschätzen. Insgesamt aber eine machbare Gruppe im Vergleich zur Gruppe B, die Hammergruppe mit Frankreich, Italien, England, Argentinien, Spanien, nebenbei noch Mexiko, die Türkei und Tschechien. Also fünf Top-Mannschaften bei vier Plätzen, da wird auf jeden Fall ein Knaller rausfliegen. Gruppe C wieder ein bisschen internationaler. Ecuador, China, Wales, Schweden, Portugal, Schweiz, Polen, Schottland. Machbare Gruppe, genauso wie Gruppe D. Chile, USA, Elfenbeinküste, Kamerun, Belgien, Österreich, die Niederlande und Russland. So, dass wir gegen Brasilien spielen, genau wie 2015, ist nicht geplant. Es ist ein witziger Zufall. Also wir haben wirklich einfach die Mannschaften dann einmal Gruppenauslosung und die haben wir direkt genommen. War Brasilien dabei, passiert. Wird vielleicht zur schönen Tradition dann auch 2017, LoL WM, wer weiß, ne? Dann, ja, starten wir mal. Aufstellung, alles haben wir schon vorher gemacht. Wir müssen jetzt nur ein Videospiel spielen. Mann, da gibt es aber viele Punkte. Toll. Oh, diese ganzen Punkte. Und verloren. Oh. Oh, ja. Yeah. Toll, das war wichtig. Das gibt natürlich auch Selbstvertrauen, um dieses Spiel jetzt super starten zu können. Dieses Auftaktspiel Deutschland gegen Brasilien, wo man es, ich glaube, als einziges diese LoL WM mal das Intro geben können mit alles, auch Nationalhymne und so, klassisch. Um ein bisschen Stimmung zu kommen, um reinzukommen und zu realisieren, fuck, es ist wieder soweit. Die Legenden aus Niederfranken schlagen wieder zu. Die Brasilianer nämlich, genau. Sind sie alle. Manu natürlich, deutscher Held. Würdiger Olikan-Ersatz. Nationale müsste gleich kommen. Stehen alle schon so schön. Jetzt? Ja. Bisschen aufdrehen. Deutsches Fahrland. Samba. Da, 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 da. Freunde, ich glaube, wir können gleich starten, nachdem wir auf die Aufstellung geschaut haben. Bei den Deutschen, der hat man schon am Anfang der Aufnahme gesehen. Keine großen Überraschungen. Müller im Sturm, dafür kommen jetzt gar nicht dabei. Götze, Sané. Ja, ob man das Überraschung nennen kann, weiß ich nicht. Bei Brasilien sind auch einige bekannte Gesichter. Willian, Costa habe ich da schon gesehen. Luis, Marquinhos. Viele bekannte Namen. Zweimal D. Alves. Die Brasilianer haben es mit Namensreichtum. Cool. Alle springen nochmal wild hin und her. Klatschen sich ab. Und dann leitet Pim Ploegmakers, der Schiedsrichter aus den Niederlanden, dessen Nationalmannschaft tatsächlich bei diesem Turnier dabei ist, im Gegensatz zum echten, ich wollte es nur mal sagen, lieber Holländer. Ne, Holland, fahren wir zur EM. Ne, ist natürlich ein anderes Turnier, das hat mit dem gar nichts zu tun. Dieses Turnier ist auch viel geiler als die echte EM, also ich weiß gar nicht, was die echte EM will, kann ich Platz machen für die LoL WM alle zwei Jahre. Ja, Anstoß getätigt, Brasilien gegen Deutschland, wie auch 2015, wie schon erwähnt, oder uiuiui, neuer. Das wäre es natürlich gewesen, nach drei Minuten erstmal voll in die Fresse. Das wäre geil gewesen. Schweinsteiger, jetzt mal ein bisschen sicher hin rum. Özil, das war ja absolut grauenhaft. Jonas, schwach. Immerhin kann Neuer das hinten retten.
Also wie schon in 2015, wie gesagt, das Aufschlagspiel gegen Brasilien damals 0-1 verloren. Ich glaube auch ein relativ schnelles Tor in Form, vielleicht nicht wiederholen und eventuell mal mit mindestens einem Punkt hier ins Turnier starten. Aber selbst wenn nicht, das macht dieses Turnier auch aus, eine Besonderheit dieses Turniers, dieser Gruppenphase mit 8 Mannschaften. Man hat deutlich mehr Zeit, um einen Fehlstart zu verhindern und eben nicht in der Gruppenphase auszuscheiden. Man hat 7 Spiele, um diesen Turniermodus gedanklich reinzukommen. Und das hat Deutschland, muss man sagen, 2015 optimal genutzt. Ich glaube, nach den ersten 3 Spielen 1 Punkt oder so, aber dann haben sie halt aufgeholt, sind unter die ersten 4 gekommen und somit ins Achtelfinale! Abseits, okay. Ich dachte schon. Was hat denn, ne? Ja, da hat es erstmal geknallt. William war es, glaube ich, der hier aus 18 Metern schießt. Ob man da hätte abseits pfeifen müssen, ob Neuer da die Sicht verdeckt wurde, weiß ich nicht. Ist aber auch egal. Wir haben ja danach eingegriffen. Achso, der hat danach eingegriffen. Ja, das stimmt. Das ist eine absolut valide Bemerkung. Danke dafür. Ah, Özil, die sind zu weit vor. Nee, kann vielleicht nach. Ein bisschen drücken. Kriegt den Ball aber nicht. Costa. Jonas, nicht zu weit aufmachen. Boateng macht das super. Gehen sie zwar zu viert drauf, aber sie haben den Ball, also was auch immer. Philippe durch. Costa. Natürlich sehr schneller Mann beim FC Bayern, momentan unter Vertrag. Auf der linken brasilianischen Seite. Immer gefährlich. Was war das denn? Casemiro, grauenhaft. Hummel, zweiter Fehler in Folge, Coutinho. Und Deutschland im Glück in dieser Situation. Boateng kommt ein bisschen zu spät. Da hat nicht viel gefehlt, um den Deutschen das erste Tor reinzuwürgen. Also kurze Abschläge vielleicht nur, wenn es unbedingt sein muss. Lektion gelernt und vielleicht direkt wieder vergessen. Schweinsteiger. Geht auf links, auf Hector. Götze. Und Müller versucht es. Wird leider Fuß reingehalten. Ich weiß ja nicht, ob es abseits gewesen wäre im Notfall. Ist aber auch gar nicht so wichtig. Marquinhos, da geht Müller drauf. Der Kämpfer, der Beißer. Ja, war zu erwarten, dass da gepfiffen wird. Übrigens, das Scoreboard möchte ich auch anmerken. Sehr schön, Scoreboard-Changer. Gibt erstmal Props. Gelbe Karte, gibt erstmal Props vom Referee. Gelb steht Toni Kroos sehr gut. Rot hingegen nicht so. Sollte auch so bleiben. Ah, nee, war zu schnell von Özil da. Hatte Müller keine echte Option, irgendwie weiterzugehen, durchzukommen. Aber jetzt vielleicht. Özil. Kann er was machen? Özil! Deutschland startet gut. Hat ihn so in den ersten 15 Minuten ein bisschen geschwächelt, aber jetzt so langsam kommen die Angriffsambitionen. Und so langsam zeigt Deutschland, was sie natürlich auch an offensiven Qualitäten haben. Hat man 2014 gesehen, was Deutschland offensiv kann, vor allem gegen Brasilien. Wäre schön, diese Tradition zumindest vielleicht gemäßigt, aber trotzdem hier fortzuführen. Hummels geht super mit. Er läuft sich den Ball und sichert zurück auf Neuer. Sané. Schweinsteiger. Ah, das. Gerade so, Sané. Und Müller wird. Ja, da kann man schon mal pfeifen. Herr Schiedsrichter, da wird Müller umgesetzt. Es war ziemlich glücklich, weil Deutschland hatte eigentlich keine Option, groß was zu machen. Vorne keiner, hinten nach hinten war halbwegs dicht. Und naja. Müller. Keine Anspielstation, wirklich. Jetzt vielleicht mal Versuch, aber der Ball kommt nicht aufs Tor, scheitert an der Abwehr. Kontermöglichkeit jetzt eventuell. Brasilien dauert schon ein bisschen lange. Super verteidigt. Ball zu groß. Auch nicht so gut, aber es. Ich meine, die Qualitäten von Brasilien darf man natürlich auch nicht verkennen. Eine Weltklasse-Mannschaft, von der halt leider nur dieses Halbfinale von 2014 irgendwie groß in Erinnerung bleibt. Wenn man wenn ich irgendwen fragen würde, Brasilien, wird sofort 7-1. Jedem Deutschen wird sofort 7-1 einfallen. Und auch vielen Nicht-Deutschen. Wie ein Fehltritt die Karriere eines Landes so zerstören kann. Ich finde das witzig. Özil. War zu direkt gedacht, obwohl da auf links gut mitgegangen wird von, ich glaube, Götze müsste das sein. Leider, aber der Verteidiger auf der Hut. An dieser Stelle. Philippe durch. Er lässt sich erstmal Zeit.
kundschaftet alle Möglichkeiten aus und Müller hault sich den Ball fast, jetzt vielleicht sogar zweite Instanz. Aber nichts war's. Ball versprungen, Vorteil abgelaufen. Und Kroos, ja, das gibt Gelb-Rot. Aber mit einem großen Schweinstein müssen wir trotzdem vielleicht ein bisschen aufpassen. Im Notfall, natürlich, Deutschland hat Reserve, Deutschland hat super Bankspieler, wenn es sein muss. Auf die man auch zurückgreifen kann. Über die Außen. Sané. Kann schön reinlaufen. Sané geht vors Tor. Sané! Kann man machen. Keine schlechte Chance vom deutschen Wuschelkopf. Der aus der Abwehr da schön nach vorne läuft. Tolle Chance. Also Brasilien und Deutschland, beide Mannschaften hätten hier das 1-0 oder hätten zumindest mal ein Tor verdient von dem, was sie bisher gezeigt haben. Brasilien eher in den ersten 15 Minuten, Deutschland in den letzten 15. Diese Halbzeit, gutes Spiel, schönes Eröffnungsspiel. Passiert einiges. Könnte langweiliger sein. Geht so. Die Einsergebnisse sind egal. Erst so ab Spieltag 5, 6, 7 wird es halbwegs interessant, wenn es dann darum geht, was machen die anderen. Und Halbzeit 2, sie läuft, Ösi. Außen Sané. Nicht so hastig, erstmal schön hinten rum, Schweinsteiger. Hector, das war ja gar nichts. Ja, solche krassen individuellen Abwehrfehler muss man verhindern, wenn man in diesem Turnier weit kommen möchte. Klar! Ganso. Der hier 2 Meter übers Tor haut, aber viel hat nicht gefehlt. Neu. Emre Can. Okay, das nächste Mal ein bisschen stärker. Ist vorgemerkt. Sané. Ball bleibt bei Özil, der sich hier super behaupten kann. Ball bleibt in den Deutschen rein. Schweinsteiger. Super gemacht. Da wird was draus. Emre Can. Geht vorbei. Can, aber Diego Alves. Nicht zu wechseln mit Dani Alves. Wie es bestimmt zu manchem und mir natürlich überhaupt nicht passiert ist. Gedanklich. Özil. Özil. Ah ja, da war es zu eng da. Wenn Özil nicht irgendwie den Ball abgibt, ist er sowieso weg. Aber passieren einfach gut und vielleicht auch mit ein bisschen Glück richtig gestanden. Der Ball war schon im Aus. Ich dachte schon, warum geht Emre Can nicht hin? Ich habe nicht direkt. Ich habe vor 5 Sekunden mal A gedrückt. Das ist ja nicht euer Ernst. Toni Kroos. Ah, zu lasch. Kommt direkt aus der Drehung. War vielleicht nicht so einfach, aber auch nicht so gut gemacht. Sané. Götze. 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 Schön! Was für ein Schuss. Schön reingezogen. Linke Strafraumseite. Und dann passt er einfach. Führung für Deutschland. Der Spieß umgedreht im Vergleich zum letzten Jahr. Wir spielen aber schon auf Weltklasse, oder? Wir sind halt wirklich so geil, ja? Und der Nichols, der dieses Tor eigentlich ganz allein geschossen hat. Aber egal. So schön. Ich meine, Sané wäre auch mitgelaufen. Dann spielt Götze zu ihm, hält den Fuß rein, dann steht es auch 1-0. Also, Deutschland mit vielfältigen Möglichkeiten vorne, die hier belohnt werden. 1-0. Jetzt muss natürlich Brasilien, also hier muss hier ein bisschen Feuer geben jetzt. Um das hier vielleicht noch aufzuholen. Kroos. Ball weg. Alles gut. Götze. Vielleicht ein bisschen spät auf Müller. Abseits. Ja, Bann ist oben. Da hätte man vielleicht ein bisschen schneller diesen hohen Steilpass spielen müssen. Müller ist super mitgelaufen. Leider der Pass etwas zu spät. Aber es sind trotzdem super Ansätze, die gegen viele Mannschaften in diesem Turnier wahrscheinlich reichen werden. Özil. Kommt jetzt nicht wirklich mit. Kriegt jetzt aber den Ball. Özil. Oh, schön vorbei. Aber auch toll gehalten. Ich glaube, gegen die Laufrichtung von Alves im Tor. Super gemacht. Jetzt wieder Kroos. Ah, komm, diesmal leider nicht durch. Schade. Gibt jetzt die gelbe Karte für Müller? Könnte das sein? Nö, gibt eine Ermahnung. Ist gut. Ja, Brasilien wackelt. Also, bis auf diese erste Viertelstunde. Und natürlich, sie hatten ein paar Chancen. Trotzdem, die Topform, die man von einem Loni-WM-Favoriten hier sehen möchte, ist das vielleicht noch nicht. Trotzdem, wie gesagt,
ist, oh, vielleicht sollte ich nicht zu früh, nein, neuer, aber wie gesagt, es ist kein Problem, Deutschland hat es 2015 ganz genauso gemacht. Da war ein Handspiel, ja, sehe ich doch. Aber bisher wurden die Handspiele sehr gut gepfiffen. Ich weigere mich zu glauben, dass da auch totaler Schwachsinn gepfiffen werden kann. Was ich vielleicht nicht sollte. Can wird gelegt, da kam bitte Entschuldigung. Eine Farce, möchte ich es nennen. Dass sie nicht zu pfeifen. Coutinho geht über außen, das ist wirklich, das ist keiner hinten jetzt. Ball kommt rein, Götze und Neuer. Die Faust des deutschen Titanen-Nachfolgers rettet. Hier, ja, hier super gemacht. Und raus, das kann man halt schnell machen. Das ist ja genau Neuers Spiel, Tempo in solche Situationen zu bringen. Hummels. Geht da was? Kein Abseits. Oder doch? Ah, oh, schade, war knapp. Sehr knapp. Keeper wäre auch da gewesen, also. Wäre wohl nichts raus geworden. Schade. Da hätte Sané sich ja doch noch zum Held machen können. Brasilien voll aufgerückt und dann ist es hier. Ich glaube, wenn man genau drauf schauen würde, war es kein Abseits. Denn es wurde nicht der hintere Fuß vom Brasilianer und nicht der vordere Fuß. Es wurde irgendwie so ganz komisch die Mitte genommen. Das ist, glaube ich, nicht wie Abseits tatsächlich funktioniert. Aber okay, Schweinsteiger. Can, Brasilien, jetzt ziemlich offen. Das war nicht so gut gespielt. Kann Müller da noch was draus machen? Gut, Müller, schon über die Außen, super. Rein und Özil und... Da will sie bitte! Groß! Ja. Da ist das Ding! Absolutes Chaos in Brasilien, ja. Was macht Brasilien? Was machen sie? Krasser Verständnisfehler von Abwehr mit Torwart. Groß steht da, nutzt das aus. 2-0. Superstart. Also wenn jetzt nicht noch alles zusammenbricht, dann holt Deutschland sicher die ersten 3 Punkte. Wobei, trotzdem, und ich meine, ihr habt es gesehen, da waren teilweise sehr viele individuelle Fehler bei Deutschland, die man für den Verlauf des Spiels noch ausbügeln muss. Klar, Neymar jetzt zum Beispiel, Ganso, versagt völlig. Ente, Ganso. Fand ich witzig. Ja, nein. Also kurz Torwart wegspielen, vielleicht nicht zum Standard werden lassen. Kein Abseits. Komm schon, ja. Özil, super. Müller, kann er was? Na? Schweinsteiger, ich weiß nicht, ob der Fuß drin war. Ich glaube nicht. Nee, jetzt Abstoß. Ja, liebe Brasilianer. Was macht ihr? Was war das für ein Auftakt? Deutschland kann es recht sein. Die 3 Punkte, ich glaube, das kann man jetzt mit ziemlich großer Sicherheit sagen. 3 Punkte gehen oder bleiben in Berlin, besser gesagt. Die Luni-WM ja international, wie auch die EM. Ab 2024 auf jeden Fall, vielleicht ab 2020 schon werden soll. Wird in allen Stadien Europas und halt der Welt gespielt. Das macht bei der Welt vielleicht nicht so viel Sinn, weil. Also Europa ist ziemlich klein. Also Europa ist. Es wird dann so wie Brasilien. Es ist ungefähr gleich groß. Weil die es nicht wussten, ja, es ist wirklich so. Also Stadien alle in Europa, das geht noch. Stadien alle auf der Welt. Wird vielleicht ein bisschen viel Stress, aber ich meine, ist uns ja egal, solange wir die Punkte holen. Gewinnen. Das ist es. Erster Sieg. Deutschland 3 Punkte. We in, boys. Yes. Erstmal gefeiert. Kommt Plastikbecher. Schland. Schalalalalala. Lalala. Hurensöhne. So kann man noch starten, Freunde. Super. Wir können gleich mal auf die Tabelle schauen. In unserer Gruppe, wie sich die anderen so geschlagen haben. Der nächste Gegner ist Dänemark. Oh, Uruguay gewinnt, Südafrika, Australien. Sieht relativ erwartet aus. Also keine großen Überraschungen. Das nächste Mal geht's gegen Dänemark. Ich sage danke fürs dabei sein. Hoffentlich bis zum zweiten Spieltag dieser Loni-WM-Gruppenphase.